Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin motiviert, ich habe mich schon ready gemacht. Gestern in der Nacht hatte Melina 3 Fluchtversuche aus ihrem Bett. Ich kann euch dann ein paar Videos einblenden. Ja, war richtig witzig. Ich wollte es unbedingt aufnehmen, weil ich sehen wollte, wie sie aus dem Bett rauskommt. Ich habe es eh schon im letzten YouTube-Video gesagt. Sie hat schon eigene Taktik gefunden. Sie ist richtig leise. Ich zeige es euch jetzt einfach. Ja, aber auf jeden Fall, ich bin jetzt schon am Backen. Eigentlich müssen wir dann zu meinen Eltern. Ich warte, bis Momo kommt, er holt mich ab, dann fahren wir zusammen. Aber morgen ist ein Geburtstag und am Abend wollen wir wieder zu Bahar gehen, unseren Bauch RF sculpten. Und deswegen mache ich den Teig jetzt schon, damit es viel Zeit hat aufzugehen. Ja, ich mache Zimtschnecken. Ja, nur Zimtschnecken. Aber wahrscheinlich... Ja, ich habe vor, 2 Kilo Zimtschnecken zu machen, weil viele Gäste kommen werden. Die erste Ladung ist schon drin, aber da ich jetzt noch mehr machen werde, zeige ich euch gleich mein Zimtschneckenrezept, was glaube ich so oft gefeiert wurde und gefragt wurde. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, zeige ich euch jetzt dann. Hier schaut schon aus, als wäre hier im Krieg gewesen. Leute, ich mache es im Thermomix, aber ihr könnt es auch in eurer Küchenmaschine machen, beziehungsweise auch mit der Hand selbst. Davor tue ich 270 Gramm Milch, Milliliter, keine Ahnung, was das Richtige ist, erhitzen, also 270 Gramm. Ganz vorsichtig. Normalerweise macht man das in einem Topf, aber der Thermomix kann das auch, also ohne Topf. So ein bisschen noch. Ein bisschen zu viel, egal. Und 60 Gramm Butter gebe ich jetzt hinein. Das geht jetzt aber nicht mit einer Hand. Aber damit ihr wisst, 60 Gramm Butter gebe ich jetzt zur Milch hinzu. So, Freunde, die Butter ist jetzt drinnen. Und das erhitze ich jetzt einfach. Also normalerweise macht man es halt in einem... Ups, nein, nicht kochen. Also nicht kneten. Ich erhitze es, so dass die Butter zerlassen wird. In der... 60 Grad. In der Milch. Ja. In dem Topf, muss ich sagen, geht das eigentlich noch schneller. Und nebenbei, das ist jetzt schon der fertige Teig, da werde ich noch den zweiten Teil hinzufügen. Nebenbei in einem separaten... Wie nennt man das? Form. Könnt ihr schon 1/2 Kilo Mehl hinzufügen, 50 Gramm Zucker und eine Packung Vanillezucker und Hefe. Könnt ihr schon vorbereiten. Stellt euch vor, das wäre jetzt nicht drinnen. Und dann fügt ihr einfach die Milch hinzu. Ich in meinem Fall gebe die Zutaten jetzt da rein und lasse es da weiter kneten. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. 1/2 Kilo Mehl, 50 Gramm Zucker und eine Packung Hefe und eine Packung Vanillezucker. Also ein bisschen vermischen. Und dann die... Butter mit der Milch jetzt, die bei mir auch schon zerlassen wurde, hinzufügen und durchkneten. Und dann ist eigentlich auch schon der Teig fertig und sollte in etwa diese Konsistenz haben. Also er ist nicht pickig, er ist weich, aber gar nicht pickig. Das könnt ihr auch sehen. So in etwa. So soll es aussehen. So, Freunde, und 1 Kilo Teig, also Hefeteig für Zimtschnecken sind jetzt fertig. Ich mache noch 1 Kilo, aber ich habe jetzt keine Butter mehr. Ich muss auf Momo warten, bis er mir Butter bringt. Und dann geht es auch schon zu meinen Eltern. Das lasse ich dabei hier ruhen. Ja. Ich finde, das macht nichts, wenn das etwas länger ruht. Es ist jetzt knapp 4 Uhr. Wir werden bei meinen Eltern Abendessen zu Bahar gehen. Und ich denke, dass ich den Teig weiter um 9 verarbeiten werde. Sollte sich ausgehen, dass ich ihn bei Zimmertemperatur gehen lasse. Normalerweise könnte man dann, also wenn ihr es am nächsten Tag braucht, auch in den Kühlschrank gehen lassen, aber morgen habe ich keine Zeit mehr. Das ist ein Hofer. Erzähl, was war. Leute, es gibt Red Bull in Aktion und... Es kostet 74 Cent, was wirklich sehr günstig ist. Sehr günstig, es ist unterm Standardpreis so, was in Aktion ist eigentlich. Das aber ist -50% sogar. Leute, die Menschen sind so gierig. Ich wollte auch ein 24er wollte ich holen. Und Spar, eine Palette. Und Spar hat zugemacht, dass die Haushaltsmenge halt 3 Paletten, weißt du, Kartons durfte man, 3x24er durfte man holen. Jeder holt zu 24er. Ich schaue so, es gab noch welche, ich habe eins geholt.
Leute, die Menschen stehen davor, die sind nochmal gekommen für dieses Red Bull. Die sind einfach nochmal. Damit sie nochmal eine Haushaltsmenge mitnehmen. Damit sie nochmal. Und dieser Mitarbeiter sagt so, du warst schon da, sie kritisieren so dort, sie streiten. Leute, hört auf, Mann, bitte. Und jemand wollte Momo Geld geben, ja, damit er für ihn Red Bull kaufen also geht. Weil er hat gesehen, ich habe kein Red Bull in der Hand, weil ich trinke normal zuckerfrei. Er hat gesehen, ich habe kein Red Bull in der Hand, er will mich so rufen. Ich habe gleich gecheckt, ich so, nein, keinen Bock auf sowas. Jeder soll kriegen, Mann. Wieso soll einer schon kriegen, der eh schon genug genommen hat? Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, okay, natürlich, es ist schon sehr günstig, aber es ist voll oft im Angebot. Und man könnte sich heute vielleicht 3 Euro extra sparen. Ich meine, wir sind auch voll die Schnäppchenjäger, aber man kann auch wirklich übertreiben. Man kann wirklich übertreiben. Ich habe auch nur ein Ding genommen, obwohl ich 3 nehmen konnte. Ich habe nur eins genommen. Ja, wir wissen, dass es im Angebot ist, wir kaufen, aber nicht auf diese Art. Also das man kriegt ja keine 10 Paletten, Alter, zu Hause. Das war schon wirklich schlimm. Und ich habe mich nämlich voll aufgeregt, weil ich habe euch erzählt, ich brauche Butter. Und ich habe einfach eine halbe Stunde gewartet, bis Momo kommt, weil es Krieg gab um Red Bull. Voll anders gelaufen als gedacht, Freunde. Wir waren jetzt bei meinen Eltern, wir haben was gegessen. Das war richtig gut. Beziehungsweise ich habe was gegessen, Momo und Medina nicht. Wir wollten eigentlich ja noch zu unserem Beauty-Termin gehen, aber unsere Bahabla hat sich verletzt. Sie hat sich den Finger geschnitten und wir haben den Termin jetzt verschoben. Das ist ja kein Problem. Deswegen werde ich jetzt schnell Medina und Momo was zum Essen machen und dann auch gleich mit den Zimtschnecken weitermachen. Wir kommen in der Küche von Malika und da, Leute, unschwer zu erkennen, wird einfach Zimtschnecke geballert. Freunde, ich habe den Teig ausgerollt. Ich habe jetzt ziemlich viel gemacht, müsst ihr euch vorstellen. So schaut es nicht immer aus. Ich habe es mit Butter bestrichen. Normalerweise kann man aus Zimt, Zucker und Butter einfach eine Masse machen, aber keine Ahnung, ich habe es mir so irgendwie angewöhnt, dass ich es so wie ein Butterbrot streiche, den Teig, und dann mit Zucker und Zimt bestreue, so richtig viel sogar. Leute, 1700 Kalorien auf einem Video. Aber richtig geile Kalorien. Boah, es riecht nach Zimtasche. So schaut es jetzt aus, wie nur so Brot. Ich habe das noch ein bisschen aufgehen lassen, also gemacht. Und also ich habe das einfach so zusammengerollt und dann geschnitten. Jetzt habe ich es noch stehen lassen. Es sind insgesamt 3 von diesen Formen. Aber ich lasse es halt noch immer so stehen. Vorhin war es auch noch so mit Abstand. Also das wird auch noch zusammengehen. Medina, ja. Buketut, ja. Und ja, das kommt jetzt mal in den Ofen. 2 Ladungen sind schon fertig, Freunde. Und das dritte kommt jetzt rein. Schaut mal, wie schön das aufgegangen ist. Also diese Abstände sind jetzt alle verschwunden. Es ist richtig schön so eng geworden. Also genauso stelle ich mir Zimtschnecken vor. Ich freue mich schon richtig. Das kommt jetzt so in den Ofen. Apropos, das kommt bei 160, 180 Grad Umluft. Also ich mache Umluft. Es geht auch Ober- und Unterhitze. Jeder Ofen ist ja anders. Aber ihr kennt euren Ofen ja selbst meistens. Ja, ich schaue nicht so auf die Zeit. Ich schaue eher darauf, dass sie nicht anbrennen, dass sie so leicht braun sind, wie die vorhin halt. Ja, das kommt jetzt noch in den Ofen und es ist immer noch was übrig geblieben, Leute. Daraus habe ich einfach so eine kleine Form noch gemacht. Neben dem ganzen Backen, Freunde, habe ich jetzt noch, also Momo hat Staub gewischt und ich habe Toilette und Bad geputzt und bin jetzt dabei, unser Sofa zu reinigen. Ich habe jetzt auch schon die Polsterbezüge in die Waschmaschine geworfen und mit dem reinige ich immer unsere Couch und die Flecken, die halt mit Kind anstehen, Freunde, ich finde das richtig gut. Ihr könnt euch das gern mal screenshotten, habe ich von Pippa. Und Leute, irgendwer spielt Fußball. MCI gegen RMA. ja, Medina badet. Also wir werden jetzt auch noch gleichzeitig die Kinder waschen, baden und Bett fertig machen. Und dann geht's für die Kinder ab ins Bett. Leute, die ganze Truppe schläft jetzt und ich kann es nicht glauben. Bitte schaut mal, wie spät es ist. Ich habe so lange versucht, die Kinder im Schlafen zu legen. In dieser Zeit ist Medina schon zu uns ins Zimmer gekommen. Sie schläft jetzt aber auch. Wir haben sie einfach bei uns ins Zimmer gelassen. Die Zimtschnecken haben währenddessen schon abgekühlt. Und oh mein Gott, meine Zimtschnecken sind echt wunderbar geworden. Die sind richtig schön geworden. So, das ist auch richtig süß. Ja, ich mache die Glasur, also ich bereite jetzt schon den Frischkäseguss vor, ich zeige euch dann auch gleich wie, aber ich streiche noch nicht drüber,
Die werde ich jetzt luftdicht verpacken. Und die Glasur gebe ich in den Kühlschrank, damit ich es morgen dann schnell bestreichen kann. Weil, ja, sonst ist es nicht so frisch. So, ich habe jetzt einen Frischkäseguss gemacht, der über die Zimtschnecken kommt. Dafür habe ich einfach Frischkäse mit Staubzucker vermischt. Ich weiß, online steht immer, man soll Butter auch noch hinzufügen, aber ich finde, so schmeckt es genug süß und fettig eigentlich. Deswegen gebe ich nur Staubzucker und Frischkäse hinzu und das wirklich nach Gefühl. Ihr könnt es ja auch mal abschmecken. Also bei mir schmeckt der Frischkäse jetzt, also der Guss leicht süß, aber noch schon nach Frischkäse, aber ein süßer Frischkäse. Und ja, die Konsistenz ist auch ein bisschen cremiger geworden und das mache ich jetzt zu. Und das kommt in den Kühlschrank und morgen über die Zimtschnecken. Der nächste Morgen, Freunde. Ich bin früher aufgestanden. Erstens konnte ich nicht mehr schlafen. Es war so unangenehm schon mit den Kindern. Und ich muss noch Geschenke einpacken und alles. Deswegen, ja, bin ich schon auf. Mit Ina. Maren liegt hier daneben. Geht schnell duschen. So, Freunde, mein Outfit heute. Oh mein Gott, ich hoffe, das ist mein Wasserfleck. Auf jeden Fall verlinke ich es euch wieder. Der Blazer war mega günstig und gibt es in mehreren Farben und den werde ich mir in mehreren Farben holen. Die Hose ist richtig angenehm und falls ihr auch bestellen solltet, ich bin 1,78 und ich trage 40. Ja. Genau, und ein Eiskaffee habe ich mir jetzt gemacht. Und werde nebenbei das Geschenk verpacken, während Momo den Kindern Frühstück gibt. Ich habe jetzt alles noch vorbereitet. Meine Freundin hat noch eine Zange gebraucht. Das habe ich zum Streichen für den Frischkäseguss mitgenommen. Ich habe euch das eh gezeigt gehabt, als ich das vorbereitet hatte. Das ist ein Kartoffel-Zucchini-Brei. Den hatten wir zu viel gemacht und den Rest einfach eingefroren. Den nehme ich mit. Das kriegt sie heute zu Abend dann. Zum Mittagabend, wann das halt auftaut. Jetzt hatte sie schon einen Milchbrei zum Frühstück. Medina hat Eierbrot. Ich habe es jetzt in diesen Teller raufgegeben von Twist Shake, weil ich das mega praktisch finde, dass man das auch zumachen kann. Falls jetzt nicht alles auf ist, nehme ich es dann einfach mit. Und ja, die Wasserflasche von Medina nehme ich dann noch mit. Nein, ich rühre den Sui, ma. Oh mein Gott, Leute, ich wollte gerade rausgehen und Mom und ich wollten uns in der Garage treffen. Und er ist einfach rausgefahren, weil er wahrscheinlich dachte, dass ich draußen auf ihn warte. Das bedeutet für mich jetzt, diese Rampe zu Fuß raufzugehen. Oh Mann. Und er war heute ganz motiviert, Leute, das auch. Schaut mal, er war heute Haare schneiden. Männer müssen einfach nur zum Friseur gehen und sie schauen aus wie neu. Wir Frauen. Wir Frauen Friseur, obwohl ich auch nur Wimpern machen, muss man sagen. Mit Wimpern schaut man auch wie eine neue Person aus. Er hat das Auto in der Früh sogar geputzt. Hinten sah es eigentlich voll schrecklich aus, aber jetzt ist es voll sauber. Mal sehen, wie lange. Und ja, jetzt sind wir schon unterwegs. Und ausnahmsweise mal nicht spät dran. Wir sind jetzt schon auf der Geburtstagsfeier, Freunde. Und wie schön ist diese Tafel geworden. Die hat sie selbst gemacht. Sie hat eine eigene Seite, wo sie das macht. Und die Gastgeschenke, wir haben schon in der Gruppe, nämlich so eine Freundesgruppe, wo sie schon alles reingeschickt hat, was sie alles vorbereitet hat. Bitte, diese Schnecke hat sie sogar selbst gemacht. Das schaut richtig süß aus. Und Gastgeschenke für die Erwachsenen. Richtig süß alles. Und oh mein Gott. Oh, ist schön, schön. Oh, schau dir das an. Details. Ohne Mühe gegeben. Und sie macht richtig gute Salmas. Poachers, darf niemals fehlen. Zimtschnecken, ich habe die Glasur jetzt draufgegeben. Hat gut funktioniert. So schaut der Kaffee außerdem aus. Das ist richtig. Schaut mal, was da steht. Richtig süß. Ah, so heißt die Seite außerdem. Falls ihr auch was anfertigen wollt. Hier. Wow. Da ist noch was gekommen.
Hallo. Wow, Leute. Extrem, Leute. Sie hat für jedes Kind personalisiert. Bitte, Medina hat schon ihr Popcorn rausgeholt. Sie ist so kreativ, Leute. Ich kann es nicht glauben, Medinas. Und schau, zum Beispiel für Mariam hat sie extra passend, weil sie halt nur so ein Baby ist. Extrem bitte Aschkum, schau. Für Medina. Oh mein Gott. Und für ihre und für ältere Kinder wie Medina. Leute, halt wie krank. Aschko. Leute, People. Wir haben uns jetzt Essen geholt. Seda war Legende, sie hat ganze Cola-Flasche auf den Tisch gebracht. Und ganze Salma. Und wir essen jetzt. Die Geburtstagstorte wird jetzt ausgepustet und angeschnitten. Wow! Schaut mal diese Torte an. Die Männer sind mittlerweile auch schon vom Fußball gekommen. Selena hat kurz ein Nickerchen gemacht gehabt. Und ich werde jetzt die Geschenktüten auspacken. Ich packe es immer noch nicht, was für krasse Gastgeschenke sie gemacht hat. Eigentlich habe ich die Sachen für Alice hergerichtet, aber Medina beschäftigt sich jetzt so gut mit dem. Hier wird brav gekuscht mit dem. Freunde, alle sind weg. Medina hat leider Fieber bekommen. Ich muss sagen, nach langem ist sie wieder krank geworden. Das Ding ist, mit zwei Kindern ist der eine krank. Oder bei einer Familie einfach. Ist einer krank, wird meistens der Rest der Familie auch krank. Ich sage nicht nur, dass Mariam krank wird. Es wird mich sicher auch in den nächsten Tagen erwischen. Beziehungsweise Mariam, beziehungsweise Momo. Medina hat wirklich sehr Fieber schon. Ihre Nase rinnt auch, also sie ist wirklich krank. Wir haben ihr jetzt einen Nuraflex gegeben, also was Fiebersenkendes. Und ich hoffe, dass sie die Nacht gut schlafen wird. Wir haben sie heute gleich zu uns ins Bett geholt und nicht in ihrem Bett, weil sie wird eh nur eine halbe Stunde schlafen und dann zu uns rüberkrabbeln. Wir ersparen ihr den Weg einfach. Ja. Ist halt so. Leider, hoffentlich haben wir heute niemanden angesteckt, mit was auch immer. Am Abend wurde es dann voll schlimm. Sie war auf einmal voll müde und hat halt Fieber gekriegt. Ja. Auf jeden Fall war es aber von diesem Video. Ich werde jetzt auch das Video schneiden und gleich schlafen gehen. Und melde mich dann im nächsten Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich habe euch versucht, diesmal ausführlicher bei meinen Zimtschnecken mitzunehmen. Wenn euch bestimmte Rezepte interessieren oder bestimmte Speisen, dann lasst es mich gerne wissen. Dann nehme ich euch immer genauer jetzt mit. Und ja, ihr könnt generell mit dem kommentieren, was ihr mehr sehen wollt. Und sonst, Leute, bis zum nächsten Mal.